Die wegen der Vogelgrippe verhängte Stallpflicht bringt einige Geflügelhalter in Oberösterreich ganz schön in Bedrängnis. Sehr oft sind die Ställe zu klein, um den Hausarrest für Hühner, Enten und Gänsen auch tatsächlich verhängen zu können. Drei Enten, die eigentlich nicht hier sein dürften. Seit Dienstag müssten diese Tiere zum Schutz vor der Vogelgrippe in einem Stall untergebracht werden. Für den Besitzer Josef Rammel ist das aber nicht möglich, denn sein Stall ist schon von seinen Fasanen und Tauben belegt. Was soll ich machen? Ich kann das nicht einsperren. Wenn ich es einsperre, brauche ich Wasser und dann muss ich es irgendwo rein tun und dann schaut es aus, als wäre. Die paar Enten, was da sind, ich glaube, da kann nicht viel passieren. Einen neuen Stall für die Enten will er, wie er sagt, mit seinen 78 Jahren nicht mehr bauen, selbst wenn er dafür eine Anzeige kassiere. Dass kleine Geflügelzüchter wie Josef Rammel durch die Stallpflicht in Bedrängnis geraten, wird in der Landwirtschaftskammer mit Sorge beobachtet. Hier glaubt man aber daran, dass die Maßnahme durchführbar ist. Ich denke schon, dass es umsetzbar ist. Wir haben ja bereits die Stallpflicht seit etwa knapp 2 Monaten im Innviertel droben. Es funktioniert dort, was wir bisher mitkriegen, relativ gut. Also ich denke schon, dass es auch in den anderen Gebieten umsetzbar sein wird, wenn auch dort und dort mit gewissen Schwierigkeiten. Wesentlich entspannter sieht man die Lage am Hof der Familie Schädelberger in Ansfelden. Sofern man bei 6000 Hühnern überhaupt von Entspannung sprechen kann. Die Tiere werden normalerweise auf den Wiesen rund um den Bauernhof gehalten. Seit Dienstag müssen sie drinnen bleiben. Das sei zwar nicht optimal, aber notwendig. Es kann oft sein, dass nur eine tote Hen haben und die hat ein Virus und dann musst du aber alle 6000 wegtun. Ne? Wüsst ihr eigentlich nicht, aber wenn es so ist, ist es so, musst du tun. Ne? Und die Befürchtung hat man halt. Das heißt, man versteht die Stallpflicht? An und für sich schon, ja. Weil man will ja die Händler schützen. Wann der Hausarrest für die Vögel aufgehoben wird, ist noch unklar. Es dürfte aber wohl noch bis zum Frühjahr dauern.